genau zu sein, zu der Reihe mit den Smoothie Bowls, denn ja, okay, das Wetter hat nachgelassen, aber es wird schon wieder sonnig und dann brauchen wir die Rezepte für die Smoothie Bowls. Ihr hattet euch ja auch schon grüne gewünscht, tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, werden auch kommen. Jetzt aber erstmal eine meiner Lieblings-Smoothie Bowls und zwar diese Ananas-Bananen-Smoothie Bowl mit dem Fit Meals Müsli Geistesblitz. Passt hier ideal mit Banane-Walnuss. Aber jetzt widmen wir uns einfach mal dem Rezept und was ihr dafür braucht. Die genauen Angaben findet ihr wie immer mit den Nährwerten unten in der Beschreibung. Aber ja, beginnen wir jetzt doch einfach mal. Ihr braucht für eine Bananen-Ananas-Smoothie-Bowl natürlich Bananen und Ananas. Ich habe jetzt nur auf eine Banane zurückgegriffen. Wenn ihr zwei nehmt, wird das Ganze etwas cremiger. Ich wollte mir die paar Carbs aber vor dem Training noch einsparen. Außerdem braucht ihr noch Kokosflocken und etwas Sojamilch. Ihr könnt aber auch Mandel- oder Kokosmilch nehmen. Mit Mandelmilch wird das Ganze nochmal cremiger. Und mit Kokosmilch gibt, glaube ich, ganz coolen Geschmack hinzu. Außerdem dann eben das Geistesblitz-Müsli. Aber wie schon in den letzten Videos gesagt, ihr könnt hier natürlich auf andere Müslis zurückgreifen oder euch eure eigenen Müslis zusammenstellen. Beziehungsweise die Zutaten on top bringen, auf die ihr Bock habt. Jetzt nehmen wir uns erstmal die Banane zur Seite. Die Banane wird klein geschnitten. Dann die Ananas. Die natürlich auch. Beides kommt dann gemeinsam in den Mixer, hier auch die Kokosflocken hinzu und die Sojamilch. Ich würde euch empfehlen, das Ganze nicht noch mehr zu süßen, denn ja, Bananen und Ananas ist schon relativ süß gemeinsam. Also einmal gemixt und dann schon wieder zurück in eure Smoothie Bowl. Ist ein recht schnelles Ding, ne? Dann könnt ihr das Ganze mit eurem Müsli toppen. Ich habe jetzt noch ein paar Soja-Crisps dazu gemacht und Bananenchips. Ihr könnt aber auch noch frisches Obst wie Kiwis, finde ich passend, oder Erdbeeren, auch wenn es noch nicht ganz die Jahreszeit ist, hinzutun, oben drauf toppen, da sind euch wieder mal keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, dass euch diese Smoothie Bowl auch so gut schmeckt wie mir, denn es ist wirklich eine meiner Favoriten Smoothie Bowls. Und wenn euch das gefallen hat und geschmeckt hat, dann teilt mir das gerne in den Kommentaren mit oder verlinkt mich auf Instagram und setzt den Hashtag WikisKitchen, damit ich eure Bilder, eure Kreationen auch sehen kann. Für Anregungen und alles bin ich natürlich offen. Alles dafür in die Kommentare und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao.